Willkommen zurück zu SFS. Heute haben wir etwas Besonderes, nämlich den Start einer Miniserie SFS Ideas. Es geht also um Ideen, die in zukünftigen Updates hinzugefügt werden könnten. Sei angemerkt, dass keine der Features, die ich vorstelle, in SFS existieren. Heute schauen wir uns Skins für strukturelle Teile an. Und diese Idee ist schon ziemlich alt. Wenn ihr euch die Astronautenkapsel anschaut, dann hat sie noch einen eingebauten Hitzeschild. Das war vor etwa 2,5 Jahren. Aber wir kommen vom Thema ab. Also strukturelle Teile, Skins, bunte Farben. Naja, die bunten Farben waren zwar interessant, aber nicht besonders realistisch. Versteht mich nicht falsch, sie können für alles Mögliche nützlich sein, aber ich denke nicht, dass so abstruse Farben hinzugefügt werden. Daher dachte ich eher an die klassischen Skins, also metallisch, orange, grau, schwarz und weiß. Ich habe mir auch überlegt, ob man nicht die Struktur verändern kann. Also statt, dass man Verstrebung nur eine glatte Fläche hat. Und das sieht dann so aus. Wir haben also das klassische Grau, welches dann als Standard-Skin existiert. Es gibt Schwarz, welches zum Andeuten von Hitzeschildern zum Beispiel beim Space Shuttle genutzt werden kann. Dann Weiß, das Truss-Segment von der ISS ist weiß, da passt es doch ganz gut. Silber sieht, wie ich finde, am besten aus, wie Rohre, die an den Seiten der Treibstofftanks nach unten zu den Triebwerken laufen. Und dann haben wir Orange. Ich hoffe, dass diese Idee in SFS hinzugefügt wird, damit wir auch mit anderen strukturellen Teilen arbeiten können. Wenn ihr auch Ideen für SFS habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!